Hä? Ich muss zugeben, dass du mich überraschst. Deine Kräfte sind sehr interessant. Ach, der verpisst sich jetzt. Oder was? Trotz allem kannst du einem dunklen Eisfürsten nicht das Wasser reichen. Es wäre nicht fair, dich so früh am Tag zu eliminieren. Aber du hast Potenzial. Ich werde dir etwas Zeit geben, um deine Kraft zu sammeln. Wenn du bereit bist, mich herauszufordern, komm in mein Reich. Dort beenden wir es. Ein für alle Mal. Alles klar. Wenn du den Weg suchst, frag unsere charmante Freundin. Nur zu gut. Na dann? Ich vermute, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, er hätte dich ohne weiteres töten können, falls du das meinst. Hätte gar nicht. Mich in ein Zombie-Sex-Spielzeug zu verwandeln. Warum hat er es nicht getan? Das ist wirklich beunruhigend. Es scheint, als wäre er an dir interessiert. Ich glaube, er sucht einen Weg, an die Macht in dir zu kommen. Er braucht sie wahrscheinlich, um die anderen dunklen Fürsten zu beherrschen oder zu vernichten. Zumindest ist es das, was du tust, oder? Meine weiße Dame? Oder was du planst, seit wir uns getroffen haben? Ich glaube, die ist eher auf unserer Seite. Zu tun. Ja. Du hast gehört, was er gesagt hat. Sie haben mich ins Exil geschickt, mich schutzlos in die Wildnis verbannt, nachdem sie mir all meine Kräfte genommen haben. Umso mehr hinter meinen her zu sein. Sei nicht so dumm. Wenn ich das tun könnte, hätte ich es schon lange gemacht. Wow, das ist beruhigend. Sieh es, wie du willst, aber das ist meine einzige Hoffnung, mich an den dunklen Eisfürsten zu rächen. Auch wenn es durch einen Stellvertreter geschieht. Wir sind auf derselben Seite. Ja, sind wir auch. Später darüber. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Hast du eine Ahnung, wohin Relma gegangen ist? Wahrscheinlich zu seinem Volk. Zu den paar, die noch atmen. Ich vermute, dass er es als Verrat sieht, dass wir seinen Brüdern nicht geholfen haben. Jedenfalls sollten wir irgendwelchen Elfen auf dem Weg ins Lager ausweichen. Der Dummkopf hat ihnen bestimmt nur seine Version erzählt. Wir werden die Klingen zusammentrommeln und das glaube ich auch. Für uns gibt es nichts mehr in Karaltas. Genau. Flip, da habe ich gerade hier den Sound gehört von wegen Quest abgeschlossen, aber ja, das war's ja wohl. Woanders. Ah, alles klar. Wieder das Gespräch mit dem Dämon. Jupp. Du wirst versagen. Deine Schwäche verdammt uns alle. Meine Quatsch. Schwäche hat einen Nekromanten vertrieben. Weil er deine Macht besitzen will. Und er ließ dich gehen, damit sie in dir wachsen kann, bis er zurückkommt, um sie sich zu holen. Ich habe kein Problem damit, stärker zu werden. Schwarzfrost hat einen schweren Fehler gemacht und seine Falle wird ihn selbst vernichten. Es stecken 6 Ritualspeere in meinem Fleisch. Schwarzfrost ist nur einer von ihnen. Wie lange muss ich diese Scharade noch aushalten? Ja, außer Vereinigung wird's nichts, Kollege. Gehen, wenn ich bereit bin. Der Nekromant ist ein Hindernis, das nicht ignoriert werden kann. Nein. Ich habe genug von diesem Gefängnis, diesem Frevel, dieser Knechtschaft. Wie kannst du es wagen, mich zu ignorieren? Du bist nicht besser als sie. Wach auf, Vulkan. Dies ist nicht der richtige Moment. Ah ja, der Büffel wieder. So, wo sind wir jetzt? In der Kanalisation. Na super. Na dann, durfte jetzt Akt 3 sein, wa? Ah ja, habt ihr mir auch geschrieben, es gibt 4 Akte. Finde ich gut, dass ihr auch nur das gesagt habt und nicht hier komplett alles. Ja, wobei Akt 4 nur der Endboss-Fight ist, anscheinend. Na, schauen wir mal. Ich denke mal, das durfte jetzt hier Akt 3 sein. Okay.
hat das mit Kanalisation zu tun? Überall. Wir haben unser Ziel erreicht. Auch nicht schon wieder. What the fuck? Jetzt ist wahrscheinlich Kanalisation, oder? Na, das sieht schon wieder nach aus. Ah, na, ist wenigstens Edwin auch hier. Gut. Die Pirscherin. Bam, Stufe 21. Pja. Gut, das heißt ja dann theoretisch gesehen, Edwin hat die Gruppe verlassen. Hä? Da ist sie doch. Edwin ist die Gruppe beigetreten. So, was wir gerade jetzt hier gucken. Genau, hier haben wir ja das hier noch. Das lasse ich aber gerade mal. Genau, 36 Punkte, das passt. Gut, ja. Kapitel 3, Angriff auf den Palast. Die Höhle des Löwen. Ah, geile Sendung in Box übrigens, so by the way. Ihr müsst mal angucken, wenn euch hier so Gründungen... ja, wenn ihr Gründungen sehen wollt und was sie teilweise für Ideen haben, richtig cool. So. Mal kurz gucken. Was läuft? Vor langer Zeit. Verkauft. Da nicht. Na. Das geht. Er hat einen guten Geschmack für einen dunklen Fürst. Die andere Seite könnte es halt Beweis sein, dass du ein Herz hast. Ja, sagen wir mal das. Mein Herz hatte damit nichts zu tun. Diese Allianz hätte uns... Was ist Chief? Er hat mich zu... Ich hasse... Als die an... Er hat den... Danke. Okay. Oh, das war jetzt aber... Genau, Höhle des Löwen. So, dann mache ich jetzt erstmal kurz das Folgendes. Ich gehe mal hier auf Speichern. New Save am besten. So, genau, das Ding hat es gespeichert. Weil man sicherheitshalber nochmal, weil ich traue dem irgendwie nicht. Nicht, dass er gerade den jetzt dann überschreibt. Muss ja nicht sein. Genau, passt. So, jetzt haben wir hier die Fähigkeiten. Machen wir das jetzt mal fix. Machen wir mal kurz was bei Krieger voll. Ja, kann mal kurz gucken, ob das hier gehen würde. Ne, passiert echt nichts, muss echt maximal sein. Okay, alles klar. Pling, Waffenmeister. Genau, ideal. So, das haben wir. So, gehen wir jetzt hier wieder auf Laden. Holen wir das Ding jetzt gerade nochmal her. So, genau. Dann das gleiche mal noch hier mit dem zweiten. Ach, sehr schön. Sehr schön schnell. Perfekt. Aber das gleiche jetzt mal noch hier mit dem Waldläufer. So. Genau, Meisterwaldläufer, alles klar. So. Dann ist man nochmal laden. Das Ganze. Und jupp. Dann noch schnell das mit Pyromane machen. Und dann natürlich mal schauen, was wir dann hier als nächstes nehmen oder generell nehmen. Ich nehme mal so einen Mix aus allem so ein bisschen. Genau, Brandstifter. Ideal. Gut. Perfekt. Dann jetzt nochmal einmal wieder zurückladen. Das Ganze nochmal. Beziehungsweise jetzt hier die richtige Skillung wählen, die ich dabei behalte dann. So, Krieger, was haben wir jetzt nochmal hier? Generell mehr Schaden. Ist natürlich nicht verkehrt. Wirbelsturm benutze ich eh nie. Zusätzliche Regeneration der Gesundheit, wenn sie im Kampf unter 30% werden, nur in Kriegerstellung. Chance für kritische Treffer 20%. Okay. Moment, jetzt gerade mal hier Pyromane. Weil das hier ist nämlich echt gut, der Feuerball.
Feuerschaden, Störfähigkeit, kritische Treffer plus 20%. Zauberwort umgehend gesprochen ist natürlich auch nice. Magiepunkte plus 10, wenn du einen Feind tötest. Aha. Drei Schutzflammen, Schmarrn brauche ich nicht. Magie kostet, um den Zauber zu wirken, minus 5, ne. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mal die drei hier mit. Für den erweiterten Feuerball. Die flammende Waffe genauso. So, was haben wir jetzt hier? Feuerbälle. Nehmen wir auch alle mit. So, jetzt geht das hier natürlich nicht, weil da brauche ich jetzt noch drei weitere Punkte. Aber dann nehmen wir jetzt einfach das hier. Regeneration der Magie. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das auch. Okay, Feuerschaden für alle Zauber 25%. Für kritische Treffer mit Feuerball und Feuerbälle 10%. Was wären das hier? Okay, jetzt habe ich einen Feuergeist, der 4 Feuerbälle in einem Radius von 8 Meter wirft. Die Feuerbälle sind mit, was? Sind mit deinen identisch und können Dinge in Brand setzen. Aha. Am Moment, da gehe ich jetzt erstmal nochmal gerade dahin. Das hier auf jeden Fall. Das hier auch. So. Störfähigkeit plus 5 nehmen wir auch mal mit. Jetzt haben wir noch 15 Punkte. Gut, da haben wir die drei auch noch. Nee, das ist Wurst. Störungswiderstand. Ja, komm. So. Nee. Nee. Jetzt haben wir noch 10. Lava, Blut. Feuerschaden für alle Zauber 25%. Ja gut, da gehe ich dann voll auf Mage, also Full Mage. Nee. Was hat denn der hier da noch? Nee. 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 Gut, dann war ich lieber bei Krieger und. Moment, hat er nicht jetzt auch irgendwas hier? Nee. Nein. Irgendwas hier mit Fallen oder sowas? Nee, ne? Bei Kontern. Nee, nee. Nö, gut. Aus mit Dolchen zu vergiften. Ist aber Schmarrn dann in dem Fall. Dauer der Zauberbrennende Waffe. Das ist doch eh das hier, ne? Ja. Ach komm. Was soll's. So, es wären hier noch 3 Punkte, wo man dann hier noch woanders reinstecken müsste. Pff. Feuergeist. Klingt aber echt nice. Nee. Warte. Du hast mehr Zeit für den Konter. Kann wahrscheinlich auch nicht verkehrt sein, ne? Ich habe noch 7 Punkte, komm, was soll's. So. Chance für kritische Treffer bei dem Angriff, der einem erfolgreichen Konter folgt. So, jetzt noch ein Punkt. Den ballern wir jetzt vorhin. Störungswiderstand, nee. Wohin machen wir denn jetzt? Ne, wir bleiben einfach bei Krieger. Das hier, ne? Ne. Hä? Das ist jetzt alles doof. Da hätte eigentlich fast das nur eher mehr Sinn hier. Will ich aber auch nicht wirklich machen. Ja, nehmen wir doch irgendwas mit Waldläufer. Nee.
Bullshit. Was nehme ich denn da jetzt? Kampfschrei. Trifft der Alliierte? Ne, bleiben wir uns bei dem hier. Machen wir das. Gut. So. Haben wir das hier auch ausgerüstet. Alles drum und dran. Genau, hier haben wir jetzt noch 2 Punkte. Dann machen wir jetzt das hier mit 2 nickigen Schwertern. Schwertschaden plus 2. Zack. Alles klar. Gut. So. Extrem Rasswatz hochgelevelt. Und dann machen wir jetzt hier auch noch... Ja genau, das passt eigentlich. Feuerball, Magie, Heiltränke. Ja doch, das passt. Das passt. Ja, alle Klärchen. Dann höre ich nochmal an dieser Stelle hier auf. Sag mal natürlich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter in die Höhle des Löwen. Und dann schauen wir einfach mal, wie, wo, was. Und generell, weil ich soll ja hier auch noch die ganze Mission, die letzten Missionen hier machen. Von Sibyl geht und Edwin geht. Die sollte man dann definitiv freischalten können. Ja, und dann hier ist auch hier die große Verführungsrunde in Akt 3 noch. Da bin ich auch mal gespannt, weil die hier will ich als Freundin, genauso auch wie Sibyl. Na, ja, guck mal, ne? Bis dahin sage ich mal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Servus und ciao.